Es gibt eine uralte Prophezeiung, die seit Generationen von den Cree-Indianern überliefert wird. Eine Prophezeiung, die von einem düsteren Schicksal spricht und doch einen Funken Hoffnung bringt. Sie erzählt von einer Zeit, in der die Gier der Menschen die Erde zerstört und die Schöpfung aus dem Gleichgewicht bringt. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, solltest du dieses Video unbedingt bis zum Schluss anschauen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin. Und heute werde ich dir von dieser Prophezeiung der Cree-Indianer erzählen, die doch sehr berührend ist und einen großen Funken der Hoffnung bringt. Es geht um die dunkle Ära der Erde, vergleichbar mit dem Aktuellen, was gerade so geschieht. Es heißt, dass in dieser dunklen Ära die Hüter der Weisheiten erscheinen werden und dass mit diesen Hütern der Weisheit die Regenbogenkrieger aus den Schatten hervortreten werden, die bereit sind, das Erbe ihrer Vorfahren zu erfüllen und die Menschheit zu heilen. Diese Prophezeiung hat die Kraft, die Herzen der Menschen zu berühren, sie zu erwecken und sie auf den Weg der Heilung zu führen. Es ist ein Aufruf an jeden einzelnen von uns, diese Gier zu überwinden und den Respekt und die Liebe der Natur wieder zu entdecken. Diese Prophezeiung trägt so viel Weisheit und so viel Wahrheit. Es heißt, wenn die Erde geplündert wird und die Tiere am Sterben sind, wird sich ein neues Volk erheben. Es wird aus allen Farben bestehen und aus allen Gesellschaftsschichten kommen. Es werden arme und reiche Menschen dabei sein. Es werden junge und alte Menschen dabei sein. Und diese Aktionen, diese Gebete, das Wirken dieses Volkes, dieser Menschen, wird letztendlich die Erde wieder grün machen. Ich habe hier was vorbereitet, da könntet ihr schon mal gucken. Diese Frau, das ist diese alte, weiße Frau von den Cree-Indianern, die diese Botschaft oder diese Prophezeiung überbracht hat. Diese Frau trägt den Namen Feuerauge und sie sagt, die Gier des weißen Mannes zerstört die Welt. Die Fische werden sterben, die Vögel vom Himmel fallen und das Wasser wird schwarz. Die Bäume werden nicht mehr existieren, die göttliche Ordnung wird zusammenbrechen. Es hört sich ja schon fast an wie eine Apokalypse, aber es ist noch nicht zu spät. Und das ist das Wichtigste, es ist noch nicht zu spät, ihr Lieben. Ich zeige euch auch noch mal ein so wunderschönes Bild. Hier seht ihr diese Regenbogenfarben in den Federn der Indianer, der Cree-Indianer. Und sie sagen uns, es wird wieder Frieden kommen. Die Regenbogenkrieger, es sind Menschen, die werden erwachen, dieses neue Volk, und sie bringen Frieden, Gerechtigkeit und sie werden die Seelen der Menschen heilen. Und jetzt kommt das Wichtige, ich zeige euch vorher noch ein Bild, ihr Lieben. Das ist jetzt hier auch noch mal so ein schönes Bild. Das Wichtige ist, viele, viele Menschen werden spüren, dass sie selbst diesen inneren Regenbogenkrieger in sich tragen. Und das ist diese große Hoffnung, ihr Lieben. Das ist diese ganz große Hoffnung, die hier als Funke überspringen wird. Wichtig zu wissen wäre noch, dass es diese Regenbogenkrieger nicht einfach haben werden. Denn es wird viele geben, die sagen, dass das Lügen sind, dass das nicht stimmt, dass das falsche Versprechungen sind. Es wird also wirklich nicht so einfach werden für diese Regenbogenkrieger. Aber wir wissen ganz tief in unserem Herzen, dass
sie es schaffen werden und dass wir, jeder einzelne von euch, da helfen kann und dabei sein kann. Das ist ganz wichtig zu wissen. Es wird also nicht einfach sein, aber es wird gelingen. Das sagt ja die Prophezeiung auch. Es wird gelingen. Und das solltet ihr immer in eurem Herzen behalten. Es ist ganz wichtig. Es wird gelingen und es wird gut werden. Und dieser Tag, er wird kommen. Dann habe ich noch ein kostenloses E-Book für euch vorbereitet über die Regenbogenkrieger. Dort ist auch dieses Gebet drin, dort ist noch mehr drin, dort ist also ganz viel Information und ihr könnt euch das einfach kostenlos holen. Und ich freue mich schon darauf, was ihr dann da lernen könnt und einfach eine ganz große Unterstützung dadurch bekommt. Und ich sage euch eins, der Regenbogenkrieger ist ein Teil der inneren Helfer, die wir in uns tragen. Und das wird wieder erwachen, aufgerufen durch diese Prophezeiung. Und wir werden in dem Member-Webinar darüber sprechen. Ihr werdet den Ruf der Regenbogenkrieger hören und euch in euch den inneren Regenbogenkrieger erwecken. Das wird unser nächstes Member-Webinar. Wer das gerne wissen möchte, wie das ist, der kann sich dazu anmelden. Der Link steht ja hier unter dem Video, Mitglied werden. Und wir werden auch noch diese Botschaft, diese wunderschöne Botschaft letztendlich, auch wenn sie aus dem Schlimmen hervorkommt, dem Schlimmen, was gerade hier eben passiert, aber wir gehen eben nun mal den Weg in das Erwachen und wir bekommen so viel Hilfestellung von allen Seiten, Ecken und Enden bekommen wir. Und es liegt an uns, dem sich zu öffnen und mitzugehen. Ich werde mit euch anschließend jetzt ein Gebet sprechen. Ein Gebet mit der Energie der Kriya-Indianer, um eben einfach schon die Mobilisierungsenergie zu unterstützen. Denn ehrlich gesagt, ich kann es kaum erwarten, dass dies endlich geschieht, dass wir endlich zusammen aktiv sind und das alles ins Positive lenken werden. Wir werden ja auch zum Festival ganz viel dafür tun im Juli und wir werden die ganzen Energien, die wir bis dahin bekommen, zusammenfassen und bündeln und gemeinsam für das neue Gute wirken, für die Änderung, für die Auflösung der Matrix. Wir werden alles dafür tun. Und das, was wir heute machen, dieses Gebet, trägt so viel Energie auch, dass sich viele Menschen dadurch in eine andere Energie hineinbegeben können. Und diejenigen, die von euch schon so weit sind, und ihr seid ja alle schon sehr, sehr weit, ihr werdet fühlen und sehen, was diese Prophezeiung alles zu bedeuten hat. Und wir werden insgesamt so, ich sehe dann immer die inneren Bilder, wie wir alle zusammen gehen. Wir schreiten voran gemeinsam, um hier etwas zu ändern. Und es wird, wie gesagt, es kommen aus allen Schichten der Menschen, von allen Ländern der Erde kommen die Menschen da dazu. Wir verbinden uns alle gemeinsam zu diesem großen, zu dieser großen Stärke, die dadurch entsteht. Und wir werden es natürlich schaffen, ganz klar. Das sagt ja die Prophezeiung voraus, dass wir alles schaffen werden. Und diese Energie der Regenbogenbrücken, es werden sich Regenbogenbrücken bilden von Land zu Land, von Mensch zu Mensch, von Regenbogenkrieger zu Regenbogenkrieger. Und das gibt uns die Energie und Kraft, dass wir da gemeinsam drüber gehen können und das Neue erschaffen, dass wir diese Zeitlinie des Neuen mit den Regenbogenfarben stärken können. Das ist unsere Aufgabe, ein Teil der Aufgabe, die uns ja zum Erwachen der Erde führt, die uns allen Menschen unsere Seelen stärkt. Wir haben auch als nächstes ein Webinar zur Seelenheilung mit Erzengel Schamuel. Und da geht es um die Regenbogenbrücken, um den Regenbogenkanal, der geöffnet wird, sodass wir
da auch ganz viel Werkzeuge der Heilung bekommen, Werkzeuge für Verletzungen der Liebe. Denn es ist wichtig, dass wir so viel in uns heilen, damit wir in unserer vollsten Kraft sein können, wenn es dann soweit ist. Und da dafür ist also Erzengel Samuel ein Spezialist für die Heilung der Herzen und auch für die Worte der Liebe. Denn wenn man mit Erzengel Samuel verbunden ist und dann spricht, haben die Worte und die Sätze eine ganz andere Schwingung. Die haben die Schwingung der Liebe. Sie haben die Schwingung der Liebe. Und das ist ein großes Geschenk. Und das bekommen wir einfach so. Das kann jeder von uns einfach machen. Und diese Werkzeuge der Heilung der Seele, sie sind sehr, sehr wichtig. Auch das wird uns übergeben werden. Und jetzt freue ich mich so sehr auf diese Botschaft, die wir jetzt bekommen, auf dieses Gebet mit Erzengel Samuel. Und ich lade dich ein, einfach teilzunehmen, ohne große Erwartungen, einfach dabei zu sein und dich fallen zu lassen. Und vielleicht erkennst du ja, wie sich in dir bereits die Farben des Regenbogens zeigen. Ich bin gespannt, was ihr mir unter das Video schreibt. Und ich bin so freudig in der Erwartung darüber, jetzt mit euch diesen Regenbogen-Energie hineinzutauchen und gemeinsam mit euch zu wirken. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude. Ich werde hier mich nochmal mit den sieben Erzengeln einsprühen. Da ist ja auch der Erzengel Samuel mit drin. Und ich wünsche euch allen ganz viel Freude jetzt dabei. Geliebte Menschen des Lichtes, geliebte Menschen der Liebe, Erzengel Samuel betritt diesen Raum und voller Freude und Kraft komme ich heute zu dir, um dich ganz tief in deinem Herzen zu berühren, um dir zu zeigen, dass auch du die Regenbogenfarben trägst, dass ein jeder einzelner von euch die Möglichkeit hat, sich diesem großen Ereignis anzuschließen. Und es ist einfach deine eigene Entscheidung, was du tun möchtest. Und es wird in jedem Fall die richtige Entscheidung sein. Und so möchte ich euch einladen, jetzt mit mir zusammen ein Gebet zu sprechen, ein Herzensgebet der Liebe. Und wenn du bereit bist, falte deine Hände, wenn du möchtest, und konzentriere dich ganz auf dein Herz. Und wenn du magst, kannst du mir die Worte einfach nachsprechen? Wir öffnen uns der großen, vollkommenen Liebe unseres Schöpfers. Und wir rufen dich, Gottes Energie, Gottes Schutz und Liebe. Wir sind heute hierher gekommen, um gemeinsam die Worte zu sprechen, um dich, lieber Gott, zu bitten, uns zu beschützen, uns zu führen und zu leiten. Unsere Seelen sehnen sich nach deiner Nähe und wir spüren das Licht der Liebe, das du uns sendest. Und wir danken dir für alles, was wir bis jetzt erlebt haben.
Lieber Gott, bitte höre unsere Worte, die aus den tiefsten Tiefen unseres Herzens zu dir emporsteigen. Wir kommen zu dir in Demut und voller Hoffnung, um deine Gnade und Stärke zu erbitten. Wir beten zu dir für die Regenbogenkrieger, jene tapferen Seelen, die sich der Aufgabe verschrieben haben, die Erde zu heilen und Harmonie in die Welt zu bringen. Bitte stärke sie in ihrer Mission und erfülle sie mit deinem göttlichen Licht. Schenke ihnen die Weisheit der Ahnen, damit sie die alten Wege ehren und in Einklang mit der Natur und allen Lebewesen wandeln können. Lass ihr Herz mit Mitgefühl und Liebe erfüllt sein, damit sie den Menschen auf dem Weg zur Veränderung beistehen können. Gib den Regenbogenkriegern Mut und Standhaftigkeit in Zeiten der Herausforderung. Schenke ihnen den Glauben an ihre eigene Kraft und die Überzeugung, dass sie einen Unterschied machen können. Lass sie niemals müde werden, sondern erneuere ihre Energie und Entschlossenheit. Stärke ihre Stimmen, damit sie gehört werden und Menschen inspirieren können, sich ihnen anzuschließen. Lasse ihr Licht hell leuchten, um Dunkelheit und Ignoranz zu vertreiben. Mögen sie ein Vorbild sein für alle, die nach Veränderung und Heilung streben. Geliebter Gott, wir bitten dich auch, uns in diesem Streben zu unterstützen. Hilf uns, unsere Verbindung zu dir und zur Natur zu vertiefen. Gib uns den Mut, unseren eigenen inneren Regenbogenkrieger zu erkennen und unseren Teil beizutragen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wir danken dir, lieber Gott, für deine bedingungslose Liebe und Fürsorge. Mögest du die Regenbogenkrieger mit deinem Segen und deiner Führung begleiten. Damit sie ihre Mission erfolgreich erfüllen mögen. Und so sprich nun du deine eigenen Worte für das, was du dir wünschst, für dich und für die Menschen. Lass deine Worte aus dem Inneren nun heraussteigen in Richtung
Wir danken dir für deine Liebe und dein Licht und für die Unterstützung, die du uns immer gibst. Amen. Geliebte Menschen, geliebte Herzensmenschen, jedes Wort, was ihr zusammen mit mir jetzt gesprochen habt, fließt in seiner Energie zu eurem Gott, eurem Schöpfer, unserem Schöpfer, unserem Schutz, unserer Liebe, unserem Licht. Ich werde euch begleiten und voller Freude bei euch sein. Ich werde eure Seelen heilen von den Verletzungen, die ihr von der Liebe tragt, die euch schwach machen mögen. All dies darf sich lösen, damit ihr stark werdet, damit ihr das Licht tragen möget. Und voller Freude lege ich nun meine Hände auf dein Herz, um dir zu zeigen, wie es ist, wenn Erzengel Samuel dir seine Liebe sendet. So empfange meine Liebe, mein Licht, das ich dir sende. Und so bin ich nun für die nächsten Tage bei dir, und du darfst mich immer rufen, ich werde sofort zur Stelle sein. So grüße ich dich mit den Worten von Smarana, und verabschiede mich liebevoll und achtsam von dir. Thank you.